Heute war ich auf dem Creative Bureaucracy Festival und ich muss sagen, es war ganz interessant, aber jetzt auch nicht unglaublich spannend. Das Spannendste für mich war eigentlich zu lernen, dass es wahrscheinlich, bis wir so etwas wie ko-kreative Kommunen haben werden, es noch wirklich lange dauern wird. Wir sind ziemlich weit voran mit den Ideen von partizipativer Demokratie und ko-kreativer Governance, die wir haben für die Gestaltung unserer Kommunen. Denn das, was hier heute auf dem Festival erklärt und in verschiedenen Workshops gezeigt wurde, war vor allem, dass es durchaus das Bewusstsein dafür gibt, dass die Bürokratie, so wie sie momentan läuft, nicht mehr die Funktionen übernimmt, für die sie eigentlich da ist, beziehungsweise weitaus mehr Funktionen übernehmen müsste. Und dass sie dafür nicht gut gerüstet ist und dass die hierarchischen und oft auch auf Angst basierenden Strukturen nicht ausreichen, um in dieses schnelle, agile Gestalten von Gemeinwesen zu gelangen, das wir so dringend nötig haben. Und soweit ich das von den wenigen Workshops, an denen ich teilgenommen habe, mitbekommen habe, ging schon sehr stark darum, was machen wir, wenn die administrativen Systeme, die wir jetzt gerade haben, zusammenbrechen und was sind die Alternativen dazu. Und die Alternativen dazu liegen vor allem, denke ich, in einer anderen Haltung, in einer anderen Art nachzudenken, zu arbeiten und grundsätzlich eine andere Haltung einzunehmen. Und es wurde hier viel darüber diskutiert, was denn diese Haltungen sein können. Und was ich mitgenommen habe aus den Gesprächen, war, dass man zum einen unterscheiden muss zwischen Bürokratie und Administration, also Bürokratie und Verwaltung. Denn die Verwaltung ist eigentlich der Rahmen, in dem bestimmte Funktionen für das Gemeinwesen ausgeübt werden. Und die Bürokratie ist mehr die Haltung, das wie etwas gemacht wird, ein bestimmter Mindset. Und dieser Mindset eben ist der, der am Ende ist, und der Name dieses Festivals, Creative Bureaucracy, deutet eigentlich darauf hin, dass, ja, das wurde hier viel diskutiert, ob es überhaupt sowas wie eine kreative Bürokratie geben kann oder ob die Bürokratie selbst das System ist, das eben nicht kreativ und auch vor allem nicht ko-kreativ ist und deswegen weniger und immer weniger zu Lösungen beitragen kann. Ich konnte dann selbst in einem Workshop als Impulsgeber dabei sein und da ging es darum, wie gute Entscheidungen getroffen werden. Und für mich ist ja immer der Punkt, dass ich gar nicht so sehr daran interessiert bin, was gute Entscheidungen sind, sondern mich interessieren eher, was gute Lösungen für unser Gemeinwesen sind und dass dann der Weg frei gemacht wird, dass diese guten Lösungen auch im politischen System bedacht wird, beziehungsweise dass sich dann dafür auch natürlich entschieden wird. Und es ist eigentlich klar, dass wenn wir so etwas haben wollen wie eine Art ko-kreative Verwaltung, dann müssen auch die Prozesse, die dorthin führen, ko-kreativ sein. Wir können sozusagen nicht mit mehr oder weniger langweiligen partizipativen Standardprozessen eine Art von ko-kreativer Verwaltung entwickeln oder zu einer ko-kreativen Verwaltung hinkommen, sondern wir müssen eigentlich dort beginnen. Wir müssen eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern beginnen, die ko-kreativ Lösungen entwickeln dafür, wie sie sich verwalten wollen. Denn nichts anderes ist Kommune und Verwaltung. Die Verwaltung hat die Aufgabe, Dienstleistungen an der Zivilgesellschaft zu erbringen und den politischen Willen der Gesellschaft über die Politik hinweg auszuführen. Und dem muss sie nachkommen. Und wenn wir möchten, dass wir in einer kreativeren, offeneren Gesellschaft leben, dann müssen eben auch die partizipativen Prozesse, die dahin führen, so sein. Und ich denke, wir haben mit der ko-kreativen Kommune ein unglaublich starkes und auch schon seit über 14 Jahren getestetes Framework, mit dem das geht. Aber was ich heute hier schon erlebt habe, ist, dass das Bewusstsein dafür, dass es das braucht, und noch stärker der Wille dazu, so etwas dann auch wirklich umzusetzen, gerade erst
im Entstehen sind. Ich hatte ja heute das Glück, mit Ilan Siebert von Demokratie Innovation und Caroline Paulik-Thiel von Politics for Tomorrow einen Workshop zu machen. Der hieß 100% Society und ging eigentlich darum, wie wir zu politischen Entscheidungen finden. Und mein Ansatz über die Co-Kreation ist ja, dass wir so gute Lösungen gesamtgesellschaftlich entwickeln, dass die politischen Entscheidungen mehr oder weniger zwangsweise folgen müssen, außer wenn wir ganz krasse Machtinteressen dagegenstehend haben. Und wir hatten einen interessanten Workshop, der gezeigt hat, dass Beteiligung mittlerweile auch sehr unterschiedliche Mindsets beinhalten kann, von dem klassischen Informieren über Projekte der Verwaltung hin zu, ich würde sagen, das ist eigentlich der stärkste Fokus, Deliberation, also wir müssen mal gemeinsam darüber reden oder im Idealfall wie in der Citizens Assembly, also einem Bürgerrat, wir haben einen intensiven dialogischen Prozess, der hoffentlich zu einem gemeinsamen Konsens führt oder vielleicht sogar zu neuen Lösungen. Und der Vorstellung, die wir mit unserer Arbeit verfolgen, nämlich tatsächlich ko-kreative Verfahren anzubieten, in denen letztendlich innovativ gearbeitet wird und wirklich neue emergierende Lösungen für gesellschaftliche Probleme entstehen. Und ich denke, dass es nach wie vor eine große Herausforderung ist, und diese Prozesse zu entwickeln und zu planen, und dass viele sich auch noch gar nicht so wirklich darunter vorstellen können, was das heißt, weil sie es selber noch nicht erlebt haben und noch nicht mitgemacht haben. Ich habe aber auch heute auf dem Festival hier schon erlebt, dass bestimmte Methodiken, die man als ko-kreativ bezeichnen könnte, wie zum Beispiel Design Thinking oder Human-Centered Design, durchaus in einigen Ministerien oder in der Entwicklungshilfe und auch in einigen städtischen Verwaltungen durchaus langsam Beachtung finden und es einzelne Projekte gibt, in denen solche Methoden ausprobiert werden.